Willkommen, lieber Zuschauer, slash in bei uns auf dem Kanal. Wir haben heute Blackberry in der Datasette. Hi, ihr Verrückten da draußen. Ja, Blackberry ist hier am Start. Bei mir ist der äußerst brave Benny. Hallo. Hallo, Benny. Und ja, Blackberry, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nur, wie wir gerade gelesen haben, es ist wieder von einer Person gemacht worden. Scheinbar picken wir uns immer die Perlen raus, die von einer Person gemacht worden sind. Ja, manchmal auch wirklich ein paar schöne Perlen dabei. Let's start the game. Очередная командировка. Как же они надоели. На этот раз лесники перестали выходить на связь с городом. Черт бы их побрал, а. Куда я приехал, ё-моё! Что, надо идти по дороге. Das ist total hammer. Das ist eine russische Synchro. Total ungewohnt. Total ungewohnt. Irgendwie. Also, Spiel sieht erstmal echt cool aus, so für eine Person. Na, schick. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wir sind hier anscheinend irgendwo in den Bergen und vorhin im Intro haben wir schon mal ein Krokodil da drin gesehen. Ist dir das aufgefallen, Benny? Hast du die gesehen? Nee. Ein Krokodil? Ein Krokodil. Ja, ich bin mal gespannt. So, was, Benny? Die Straße ist blockiert. Wir kommen nicht weiter mit dem Auto. Wir müssen laufen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir unser... Что это было? Что? Ja, und in der Эта дорога должна вести прямо к дому лесников. Kurze Frage, Steven, kannst du eigentlich Russisch? Eigentlich nie. Eigentlich nicht. So, ich hatte zwar in der Schule damals 2 Klassen Russisch, aber das ist schon a long time ago irgendwie. Das ist schon ja nicht mehr wahr. Ich kann noch so ein paar kleine Vokabeln, aber jetzt nicht mehr wirklich zusammenhängende Sätze, geschweige denn hier irgendwie das Gesprochene verstehen. Zurück zum Geschehen. Oh, wir kommen hier ja nicht rein. So blurrt sofort. Ja, okay, wir müssen ins Haus. Also entweder geht es halt darum, dass wir unser Blackberry zu Hause vergessen haben. Hui! А вот и дом. Нужно его внимательно осмотреть. Oh, осмотрите. Ich glaube, es ist aber Russisch. Obwohl sich das ja alles recht ähnlich miteinander anhört. Oh, warte mal, hüpfen ist mit Space. Okay, warte mal, haben wir ein Inventar? Er hatte vorhin kurz angezeigt, wo der Stein runtergedroppt ist, war ganz oben links zu sehen kurz. Drück Tab für dein Diary, also für dein Tagebuch. Tasks. Komm ins Haus. Das ist schon wieder sehr einladend. Komm ins Haus. So, da hängt ein Zettel. Ah, Flashlight, okay, alles klar. Warten! Drücke Steuerung, setz dich! Ja, im Russischen ist das halt alles ein bisschen zackiger irgendwie. Das setzt dich doch. Du könntest dich hinsetzen, sondern setz dich sofort. Setz dich. Nicht ducken oder so, nein, setz dich. Niemand Gegenstand. Öffne die Tür mit einem Schlüssel. So, obwohl die russische Sprache ist wirklich eigentlich eine geile Sprache irgendwie. Und da haben wir sie, kyrillische Buchstaben. So, dann lies mal vor. Genau. Wir gingen für ein paar Tage in den Wald, um herauszufinden, woher nachts seltsame Geräusche kamen. In letzter Zeit ist es unmöglich geworden zu schlafen. Wenn wir nicht vor dem 1. Juli zurückkehren, sind wir wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Wir gingen zu einem alten verlassenen Friedhof am Wald. Wir ließen den Plan des Waldes in der Scheune. Viel Glück, die Familie Merino. Ja,
Dismiss. Okay. Okay, ist erstmal abgeschlossen. Dann mach ich die Scheune. Durchs Fenster! Nein, der Schlüssel ist doch hier. Na, da speichern wir что-нибудь полезное. Erstmal diese schöne Mütze. So, was haben wir hier? Ah, guck mal hier. Eine Karte. Okay. Oh, Kritze, Kritze, Kritze. Eieiei, guck mal hier. Ah, sieben. Hast du den. Hast du einen Stift gezückt, um diese sieben zu notieren als zweite Stelle des vierstelligen Codes? Ich bin auf der Suche. Einen Moment. Ich schau mal. Ich musste ganz kurz überlegen, ob du das bist. Kurz überlegt, das ist jetzt bei dir, weil so hier am Fass ist es so weit weg. Das ist großartig. Also. So, ich habe jetzt Zettel und Stift. Welche Position war die sieben? На картине было показано, что они пошли в направлении двух крестов. Надо идти туда. Ja. Denn, gehen wir jetzt zurück zum Friedhof oder was ist los? Welche war da jetzt nochmal die sieben? Welche Stelle? Das muss ich noch kurz notieren. Die zweite. Die zweite. So, haben wir. Los, na, das ist normal, das ist normal, das ist normal. So, können wir jetzt hier rein? Oh ja, wir können rein. Вот и кресты. Похоже, я иду в правильном направлении. Ja. Ah. Das ist ja schau. Hallo? Ist jemand da? Also, die Musik ist auch sehr angenehm, finde ich, irgendwie. Also, bis auf das, was er gerade gesungen hat. Flashlight? Oh, no Flashlight equipped. Ja, können wir da hoch? Müssen wir nach unten? Ich glaube immer, der nächste Step, den du machen sollst, oder ist, kannst du über Tabulator einziehen. Mach weiter. So, guck mal hier. Oh, ein Zeltplatz. Hallo? Oh, hier. Ah, guck mal. Ein Flashlight. Er kann Ticket. Why? Und auch jetzt hier. Nice. Wow. Oh, was haben wir hier? Ein Lautsprecher? Na, wir können damit nicht Oh, hier. Oh! Great Toilet Simulator, meine Freunde. Wir haben es gefunden. Wer dieses legendäre Spiel mit uns verpasst hat, hier, ploppt jetzt gleich was auf. Check das mal aus. Der Great Toilet Simulator. Beste Game ever. Aber ist schön. Ist, also, mal davon abgesehen, dass es jetzt hier im Friedhof ist, aber es ist ein schönes Fleckchen Erde hier. Oh, Game Saved. Game Saved. Moment. Jetzt mal gucken hier, nicht, dass hier wieder zum Klops runterkommt. Hallo? Müssen wir jetzt wirklich den Kreuzen einfach nur folgen? Oder dem Weg allgemein folgen? Hm. Keine Ahnung. Ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Hallo? Oh, das sieht doch hier nach... Oh, guck mal, hier bin ich. Боже, кто там лежит? Okay. Ah, jetzt hat er was in sein Diary gekritzelt. Was ist das hier Schönes? Hm. Ein Schaf. Ist das ein Schaf? Soll ein Schaf sein? Ja. Ja? Ein Schaf wurde geopfert. Hm, okay. Kann man machen? Geh mal weiter. Oh, eine Schlucht. So, ich komme mir total planlos hier vor irgendwie. Ich laufe hier einfach mitten in die Pampa rein. Das Spiel nimmt mich jetzt auch nicht so besonders an die Hand an der Stelle, muss man mal sagen. Nee, oh, also wir Blut. Sind... Blut. Ruhig. Weißt du, jetzt haben wir eine Blutspur? Okay. Ein suizidaler Bock. Sollen Wer schmeißt hier mit Ziegenböcken? So, hier vorne haben wir einen Zettel. Erinnert mich jetzt wiederum ein bisschen an Blair Witch. Ich wollte gerade Also. Vorsicht! In diesem Wald wächst Akonit. Eine sehr giftige Pflanze. Eine Berührung kann dich töten.
Sei vorsichtig. Versuche nur Pfade zu folgen und Gott segne dich. Mein Mann und ich haben... Oh, ist eine Frau. Mein Mann und ich haben vereinbart, diese Notiz zu entfernen, wenn wir von der Wanderung zurückkehren. Ist nicht passiert. Wenn Sie dies lesen, sind uns Probleme passiert. Sind uns Probleme passiert, sagt man nicht so? Schön. Oh Gott, lassen Sie dies nicht zu. Niemand wird diese Notiz lesen, außer uns. Genau. Аконит? Это что за хрень? Ну, похоже, надо исследовать тропинкам. Сворачивать с них нельзя. Ja, du... Die Wege ausschalten. What? Da sehe ich mich. Was? Die Wege ausschalten? Es steht da unten. Sie schreiben ja, das, ja, dass ja. Die Wege ausschalten. Reisender, wenn Sie nach links gehen, Sie werden in die Unendlichkeit gehen. Das ist jetzt geile Übersetzung, Alter. Wenn Sie nach rechts gehen, werden Sie Ihre Knochen nicht sammeln. Was ist das denn? Aber... Aber das ist ein Witz. Wir gehen mit meinem Mann weiter. Es wird langsam dunkel. Ich werde nicht schreiben, wo wir uns umgedreht haben, damit niemand zurückbleibt, der uns zurücklässt. Was? Was? Geht Schlaganfall? Versteht ihr den Wesen nicht? Echte Detektive selbst finden, wenn sie brauchen. Merino. Okay, so, also ist vollkommen klar, was zu tun ist. Hier ist Bum Bum tot. Und hier ist irgendwie... Aha. Echte Detektiv, die suchen. Wie ich es jetzt richtig verstanden habe, wir dürfen jetzt den Pfad nicht mehr verlassen, wegen giftigen Pflanzen, oder? Ist das richtig? Ja. Kannst du das verifizieren, Benny? Also, wenn die Übersetzung da stimmt, dann ja. Ja, warum sollte sie denn nicht stimmen? Na, sage mal. Läuft aber so dumm, 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 ich bin's ein Lauch. Da hat für mich auch irgendwie was wie Toilet Simulator. Fehlt nur noch, dass wir rumpupsen können, ey. Das ist bestimmt das gleiche Studio. So, oh, so. Hier, guck mal. Und jedes Mal erschrecke ich mich. Schade. Ja, giftige Kräuter können wir nicht hin. Wir machen jetzt Floßbau. Okay. Ja, genau! Oh nein! Oh, ruhig! Nein! Ist das geil! Das ist, ey, das feier ich ja schon wieder. Jetzt ist es auch wieder hell! Ist wieder Tag, ist wieder Tag. Es ist echt strange. Es ist wirklich, wirklich strange. Kriegst du hin. Wir haben doch bloß drei Leben. Hör mal, jetzt mal ohne Scheiß. Kannst du nicht außen rumgehen? Jetzt komm gleich. Ja, mal kannst du so machen. Fick dich heil! Oh. Was denn? Oh! Ja. Ah! Полицейская машина. Похоже, мне кто-то уже опередил. What? Wie sind wir da gerade gesagt? Whoop, whoop! Nicht zu sagen auf der Police! Genau. Whoop. So, das sieht ganz schön abgebrannt aus. Und was haben wir hier? В машине есть еще что-то интересное. Noch eine Taschenlampe? Aber eine stärkere wahrscheinlich, oder? Der Hausschlüssel. Wir haben den Hausschlüssel. Jetzt finden wir das Haus wieder, Alter. So, was? Oh, hier, gib mal Videokassette. Ключи кассету я забрал, но похоже мне придется вернуться обратно и посмотреть запись этой кассеты в доме. На ней может храниться очень важная информация. Da ist Hasi. Hasi. So, Mini-Erste-Hilfe-Kasten. Das war aber wirklich Mini-Erste-Hilfe-Kasten. Господи, где их тут искать? Ja, wo soll man hier suchen? Ja, was habe ich gefunden? So, okay. Warum ist hier Licht an? Was soll das? Das ist irgendwie eine kleine Bumshütte, Alter. Was war das denn? Okay, pass auf, du musst
rechte Maustaste aufdrücken. Ja. Dann hat er automatisch gerade das Menü geöffnet. Und dann konntest du den Schlüssel mit linke Maustaste bestätigen. Ah. Muss man aber auch erstmal wissen. Okay. Wie schön, wie schön. Sieht, ist wirklich, klar ist es, ach, die Puschen. Es ist halt eine kleine Waldhütte, aber die geht irgendwie. Ist jetzt, sieht jetzt nicht so schlimm aus, bitte. Nein, natürlich kann ich jede Schublade wieder öffnen. Oh Gott. Ja, genau. Eine unverständliche Skizze einer Frau. Das soll eine Frau sein? Obwohl, vielleicht ist es Google. Was ist Google? Google. Gruselig. Ja. Definitiv. Ich mach mal wieder zu. Okay. Oh, nein. Ey, Benny, jede Schublade ist zu öffnen. Mm. I hate this. I hate this, Alter. So, kann ich Steve's Lieblingsspiel, Schubladen öffnen. Oder Fernseher an- und ausmachen. Hier ist verschlossen. Benny, du weißt sowieso, was ich jetzt jetzt erstmal mal. Lass mir jetzt erstmal eine schöne Wanne ein. Ja, ja, du musst mal klar. Was ist das hier? Komm's. Hier kommst du nicht rein. There's no any key in inventory. Achso. Das ist schön. Wir schließen ja nochmal alle. Vielleicht mal erstmal die Haustür zu. Oh, guck mal. Oh. Drücken Sie die linke Maustaste, um den Fernseher und das Tonbandgerät einzuschalten. Drücken Sie die rechte Maustaste, um ein Band im Videorekorder auszuwählen. Wählen Sie eine Kassette aus Ihrem Inventar und genießen Sie das Anschauen. Oh Gott, na, wenn die damit schon so anfangen, Alter. So eine schöne Farbgebung, finde ich. Oh, noch ein Tape. Noch ein hey, Tape, geil! Alter. So, jetzt bin ich gespannt. Kassette mit dem Code SS. Alter. Ist ja nicht wahr. Lieber Ditte oder hier dein ominöse Sextape, Benny? Ich bin. Komm, wir nehmen erstmal Sextape. Komm, Sex. Also bin ich jetzt der Einzige, der mit dem Code SS irgendwie findet befremdlich. Finde ich äußerst befremdlich. Also muss jetzt nichts damit zu tun haben, aber. Kann ich nachvollziehen. Finde ich seltsam. Очередная попытка выбраться из этого бункера. Nein. Was? Nein. Das ist auch noch ein Videoding, was du playen kannst? Geil! Oh, wir wissen, die zweite Zahl ist eine 7. Aber die erste nicht. Ja, genau. Ja, 777. Nein, Benny, Alter. Oh, nee. Nein. Hier kommt ja jetzt bestimmt gleich so ein Gogol. Ihr habt dir von Anfang an gesagt, nimm die andere Kassette. Ja, wo nicht drauf stand, oder was? Ja, genau. Oder jetzt kommt hier bestimmt so ein Zombie-Nazi-Offizier, so irgendwie. Ja, hat der nicht auch gerade was erzählt mit von wegen aus dem Bunker raus und so? Ja, wir sind hier im Bunker. Oh Gott. Ah! Da fängt ja schon mal. Okay. Das Spiel hat mich jetzt zum ersten Mal gekriegt. Oh. Oh. Oh, was gibt's denn überhaupt zu essen? Das ist ja noch gruseliger. Thunfisch. Oh. Hey, hallo. Oh Gott. Ja. Oh, noch fährt er runter. Glibbert so die Treppe runter. Guck mal, hey, da wartet auf sie auf dich und ach, ist egal. So, und hier ist ihr Herzblatt. Hey du, na? Grüß dich. Hey. Wo? Wie? Guck mal. Ja, was guck mal, da ist eine 4. 4. Ist das eine 5? Ja, das ist eine 5. Oh, du kannst sie auch noch anfassen? Was? Ach nee, das ist eine 0. Wunderbar. Ja, das was? Ist entweder eine 8 oder eine 9. Da ist eine 6. Na, картинах цифр. К чему бы это? Okay, gut. Wir haben den Code. Wir haben den Telefonjoker benutzt. So, mal gucken. Ah! Ha! Wir sind so klug. Nicht. Hallo? Hallo? Okay.
gar nicht mal hier. Oh, schläft hier jemand im Sarg? Was soll denn das sein, Alter? Ist einfach ein Schrank umgekippt und ein Kissen hochgelegt. Ist auch geil. Ah, das ist ein komisches Bett. Nein. Ja, ach, was ist da? Oh Gott. So, wie spät haben wir es? 5:01. Schön, schön, schön. Also, ich weiß nicht, sag mal, ist das... Welcome. Oh Gott. Alter, wait, echt jetzt? Ja, so. Ding. Da bin ich raus. Rätsel, Musikrätsel. Steve, it's your stage. Ja, aber was, ja, was, oh, hier, guck mal. Похоже, нужно повторить мелодию. Йо. Вот ритм не тира, друг. Йо, мах ма, Стив. Ich, der letzte war, glaube ich, falsch. Oh, den noch. Panik, so, Panik. Aber, da, 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 Was? No, ich hab keinen Code! Kommt sie? Da ist es. Wer ist hier? Da ist es. Warte, der. Ja, weg, 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 sie kommt! Na, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Einfach. Kannst du mich im Schrank verstecken? Nee, kannst nee, du nicht. Okay, okay, play sie out. Ja, ja, ja. Andere Seite, andere Seite. Ja, 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 lass sie da langlaufen. Ja, perfekt. Und wieder zurück. Ab nach unten. Sehr gut. Nice. Jawohl. Und durch. Weiter. Gar nicht umdrehen, gar nicht umdrehen. Einfach durch, durch, durch. Rechts. Runter, runter, runter. Links. Rechts. Hoch, 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 hoch. Nein. Oh, und zu. Und wir sterben. Okay, wir sterben noch nicht. Er kommt mich jetzt einfach ins Dunkel. Mach nicht sowas. Okay, sie jagt uns nicht mehr. Sie hat uns verloren. Wir sind einfach die Besten. Ja, man musste, ich glaube, die, ja, die musste einfach. Oh, hier guck mal, erstmal die Bibel. 1925. Gut. History of Dreams. Aha. Das hört sich aber so an, als wenn. Ich spüre какой-то посторонний запах. Hier, die ist noch da. Bizarre. Die ist noch da, bin ich. Ja, ja, ist sie. Aber wir kommen hier nicht keinen Millimeter weiter, ey. Aber ich kann hier einen Scheiß machen, Alter. Aber es ist der Raum, wo wir... Du Schlampe. Wo ist das geblieben? Ja, na, schau. Fand es? Мне кажется, что я здесь не одна. Wer ist noch... Wie ist hier? Wo? Also da? In dem Raum? Ich glaube vom Sound her... Du, Suka, куда подевался? Du Schlampe. Wo ist das geblieben? Also die Übersetzung ist ein Traum. Ist ein Traum, muss man mal an der Stelle wirklich sagen. Da hat Google Translate vollste Arbeit geleistet. Was denn für was? Ah, fuck, das ist ja Code, Alter. Das, 1925 oder was? Ja, 1925 ist der Code. Ja, gut, denn ja, lauf mal los. Bist du Göre? Okay. Ich keine Göre. So, hätte ich doch vielleicht die Teekanne mitnehmen sollen. Oh, stimmt. Kannst du die damit abwerfen? Das wäre auch krass. Einfach so ein bisschen Wässer betäuben. Mhm. Kurzer Stunt, aber die ist halt vor mir, ne? Die ist hier in dem Raum. Ja, das machst du. Du bist ein Pro-Gamer. Mhm. Oh, jetzt ist sie weg. Siehst du, guck mal. Siehst du, ich sag ja, du bist ein Pro-Gamer. Mhm. Spielst ja nicht das erste Mal hier ein paar Spiele. Ja, lad schon mal auf. Kannst du, wenn du das Ding auflädst, kannst du damit noch trotzdem laufen? Jawohl. Aber du siehst nichts. So eine Kacke. Das war vielleicht doch nicht so clever. Ich hab keine Ahnung. Ja, da oben ist sie. Da ist sie. Sie erwartet dich. Oder du spielst sie wieder über die Dings aus, über die umlaufen Zeus. Cool, krass. Und wuff!
Das macht mir gar nichts. Ja, lauf vorbei! Lauf doch vorbei! Kannst dich nicht bewegen! Was ist nun? Umherhüte! Was ist das denn? Scheiße! Hättest du jetzt nicht eigentlich an ihr vorbeilaufen können? Hab ich probiert, ging aber nicht. Okay. Okay. Ja, okay, gut. Okay. Was fand ich gerade? Okay. Achso, du willst jetzt direkt hier hoch. Na, ah. Nein! Reset! 1925, ne? Ja. Enter! Nice! Nice! You're free! So, dann lauf durch. We're free! Lauf. Und wir sind schon wieder im verkackten Wald. Das ist halt. Was ist denn das, Alter? Weg! Ah! Benny! Nein! Nein, Schluss, Ende, Melende! Taschenlampe an! Ich sehe nichts. Ja, passt schon. Immer dem Weg erstmal folgen. Wie ist das? Die frisst uns jetzt ein bisschen und dann haben wir wieder Ruhe, oder was? Keine Ahnung. Ich gehe von aus, sie wird immer noch hinter uns her sein. Ja, bestimmt. Oh nee, Alter. Ich renn jetzt hier querfett ein. Das kann doch auch nicht gut sein. Ah, das ist alles gut. Oh, sie ist hinter uns, Benny! Sie ist hinter uns! Ja, nein! Panik! LOL! Ja! Nein, wir sind ja am See! Der bringt uns einen Scheiß! Ja, aber wir haben Orientierung, wir wissen zumindest, wo wir sind. Nee, also ich kann damit nichts anfangen. Rechts lang. Da ist das Haus. Da kann ich ihn fest! Drück doch vor! Ich am Scheißstein mit Gängelim. Ja, da ist doch ein Licht. Renn zum Licht! Oder müssen wir wirklich den Weg entlang rennen? Ja. Ab in die Hütte! Mal auf das Ding und zu dem Ding! Nein! Das ist zu, Benny! Das ist zu! Wo sollen wir denn hin, Alter? Hast du immer noch kein Inventar? Nee! Okay. Kein Schlüssel, kein Inventar. Oh, ich hab dich! Okay. Also, fand ich gesucht, ich muss sofort die nächste Kassette angucken. Was, ey? Also, das Rätsel... ja. Okay. Und, ja. Ja, dann machen wir einfach mal eine Leerkassette rein, ist doch auch okay. Ach so, wollen wir überspielen, ne? Was, aber... Oh, Moment. Дверь была закрыта, когда я сюда пришел. Ja. Oh, guck mal, ja. Scheißhaus. Scheiße, es ist jetzt offen. Könnte doch jemand rein. Kannst du da auch in die Wanne rein? Ach, guck mal. Oh, guck mal, Kerze ist schon angemacht für mich. Oh, ist das schön. Oh, warte mal. Moment mal. Sekret. Beginnen Sie schon zu verstehen, was hier los ist? Na klar. Also, ist da förmlich... zwingt sich einen ja förmlich auf, ja, der Plot. Wenn Sie diese Tür geöffnet haben, sollten Sie vielleicht bereits wissen, dass dieser Ort viel mysteriöser und seltsamer ist. Nein, diese Nachricht wird nicht mehr von Zinaida Mirinasovoa geschrieben, wie Sie vielleicht noch einmal denken, was ist denn das für eine Scheiße? Aber es ist zu früh, um alles zu wissen. Hören Sie diesen magischen Klang. Er wird Ihnen den Weg weisen. Orientierungspunkte zeigt Ihnen die Richtung. Sie werden jetzt das erste Wahrzeichen sehen. Aha. Also, okay. Oh! Wow! Fick dich, ey. Das war das erste Wahrzeichen? Ja, das war das erste... Geh in eine Wanne. Alter. Ja,
Damit hat er mich auf jeden Fall nice gecatcht. Aber hör Kiki heule? Also, oh. So wie Wimmer oder irgend sowas? Ja, jetzt ist die Frage, sind wir das? Also unser eigener Charakter? Viel schlimmer ist, warum kann... Ich kann zwar den Fernseher anmachen, aber ich kann kein Tape mehr einlegen. Dann wird das Spiel, dass wir rausgehen. Okay, dann oh, hey, lass uns da mal raus, weil es nachts und... Das ist so, T-Shirt, mit mir. Ja, dann nichts geiler, als schön nachts rauszulaufen, weil irgendjemand im Busch rumwimmert, Alter. Ja, blurt. Da kommst du nicht durch, es wird ausgeblurrt. Das ist so Monkey Island, Quatsch, Menschen-Mucke hier. Dumm, dumm, dumm. Was nu? Wer ist hier? Ja. Sto? Das ist bestimmt der aus von der Videokassette. Toll, den will ich aber nicht sehen. Kann ich mal die Schuppe hier mitnehmen? Sah der Schuppen nicht vorher anders aus? Wo ist denn da unser Radio hin? Unsere gute Mucke? Oh, haben die etwa unsere Boombox geklaut? Die haben alles geklaut, die Schweine. Das geht ja nicht. So, dann gehen wir hier mal um den Felsen rum. Was war das? Keine Ahnung, Alter. Nee. Ja, also die Lichter erkenne ich. Also, die Wahrzeichen. Was war das denn? Das ist Eddie Glosky, der auf uns wartet. Nein, das ist der Chase-Haus. Er wartet im Scheißhaus auf uns. Geil, uns... Toilet Simulator 2.0. Ja! Oh, guck mal, hat er uns das romantisch gemacht. Hier war schön romantisch jetzt jemand eilegen. So. Da was ist auf jeden Fall jemand drinne. Das sieht aus wie eine Krawatte. Ja, war, als wenn er so bis zur Brust in der Erde steckt. Genau. Ich geh mal hin. Ich geh mal, klopf mal an. Hallo? Was ist denn mit ihm verkehrt? Was? Nu? What? Ich kann nichts machen gerade. Jetzt kann ich wieder was machen. Ach ja, jetzt ist, du hast das Prinzip von Turmspringen nicht verstanden. So, jetzt so wieder zurück zum Haus, Alter. Ist das geil. Was ist das für ein kaputtes Spiel? Was spielen wir hier? Ja, das ist also... Wer bist du? Это, не пугайся. Я тут сижу в раздумьях. Не знаю, что делать дальше. Моя жена, она пропала. Назвала меня алкашом и ушла. По чесноку в этом лесу происходит полная дичь. У нас тут скот стал пропадать один за другим. Буквально за какие-то две недели мы лишились всех овец, коз и коров. А вчера ночью вообще произошла странная история, короче. В общем, дело было так. Посреди ночи я проснулся от того, что кто-то ломится в дверь. Я подумал, что это вернулась моя жена. Окей, вы знаете, это Дебзовский? Ин... Дя... Was? Wo ist der Fernseher? Ausklopft. Ja! Накануне вечером я слегка выпил, поэтому нужно было быстро замести следы. Я принял решение спрятать бутылки под столом. Na, machen wir das mal. Weg damit! Oh. Die Physik ist geil! Ja, die Physik ist Hammer. Warte mal. Nein! Ist das geil? Ich feier's! Oh, ist das schön! So ein bisschen Hand-Simulator jetzt irgendwie, ne? So! Ja, Alter, ist ja gut, Junge! Отлично! Теперь можно и дверь открыть! Kann man besoffen am Boden kriechen, so. Ich komme!
Hallo? Ja, ist aber keiner. No Flashlight. Achso. Hallo? Без фонаря тут делать нечего. Где-то я видел его в доме. Alter, hört sich aber auch wirklich an. Machen wir erstmal wieder Tür zu, ist mir ein bisschen sicher. Der, der Türriegel. Der ist weg. Der ist gone. Eine Lampe. So, eine Laterne. Ah, hier ist Laterne. Da ist Laterne. Alter. Ja, kannst du nicht nehmen. Alter! Laterne. Надо осмотреть двор и проверить сарай. Aha, denn Scheune, ne? Wir gucken mal in der Scheune nach. Da geil, eine Ritterrüstung! Wer macht hier romantisches Candlelight-Dinner in Scheune? Ich sehe was. So, eine neue. Oh, guck mal hier, schau mal. Lokale Karte, das sieht vielleicht so aus, als würde es zeigen, wohin die Frau gegangen ist. Oh. Aha. Richtung Friedhof. Und Nee, Richtung. Richtung See. Richtung See, genau. Nee, warte mal, nimm mal nochmal auf und drehen wir nochmal um, weil letztes Mal war ja da der Code. Vielleicht gibt's ja eine neue Number. No, sehr Nein, empty. Gibt's nicht. Aber schade. Gute Idee, guter Ansatz, Benny. Guter Ansatz. Danke, danke schön. Du bist ein Gewinn fürs Team. So, dann machen wir hier. Ah, wo ist der Baum hier kaputt? Wieso gehst du jetzt da lang? Ich dachte, du willst zu unserer Frau. Ich denke jetzt. Ach, hier vorne meinst du, runter? Ja. Ich hätte gedacht, zum See geht's jetzt da nach unten. Ich weiß, da hinten gibt's auch natürlich noch einen. Der direktere Weg, ja. Aber nee, können wir nicht. Wir müssen wirklich. Achso, okay. Wir müssen immer durch den bekackten Wald mit dem bekackten Efeu. Und ich gehe mal von aus, da jetzt. Da mank dem Zelt vielleicht. Das ist auch gut möglich. Da brennt es. Ich glaube, da müssen wir hin. Was? Diarrhea? Oh, da ist einer. So, damit geht. Wer geht da hin? Ich nicht. Wer geht da? Was ist denn hier los? Zünde denn die Fackeln an. Ach, guck mal hier hinten auf dem Secret-Scheißhaus. Ah! Was ist das denn? Ох, толкань, очередная записка вместо жены. Diese Sounds. Da ist ein Loch vor dir. Es ist rund, vielleicht tief, ein bisschen stinkt. Etwas böse, aber wichtig. Also, lass mal einfach so stehen. Das ist einfach. Das ist hohe Literatur. Sie könnten nichts dagegen tun. Es ist eine Tatsache. Sie können den Durchmesser, den Radius und die Tiefe messen. Fühlst du, wie wichtig es in deinem Leben ist? Ey. Das fragt mich auch gerade, wie wichtig ist dieses Spiel gerade zu spielen in meinem Leben. Also, du kannst nicht mehr ohne sie leben. Sie ist ein Teil von dir. Nicht wahr? Du bist einer. Kannst du hören, wie sie dich ruft? Hör mal zu. Ey, das ist meine Frau, die mich jetzt ruft. Warte, wo ist meine Frau? Oh Gott. Дорогая, это ты кричишь? Боже, я уже ничего не понимаю, я бегу. Oh Gott. Wo denn hin? Dem Schrei hinterher oder so? Keine Ahnung. Dem Schrei hinterher? Das ist bestimmt da drinnen. Oh, das ist aber wirklich fies. Das ist Mila, ja. Oh Gott, und sie schon wieder. Ja, ist klar. Тогда я потерял сознание и больше ничего не помню. Но это была не моя жена. В нее будто бы вселился какой-то дьявол.
Я чувствую ее приближение. Она где-то рядом. Овца, беги из этого леса, если хочешь остаться живым. Вот. Черт, я оставил ключи в доме. Да, 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 си. Типа, как ты? Ja, du weißt ich ja noch, die Autoschlüssel sind im Haus. Na los, sind die Autoschlüssel im Haus. Ach so. Meine Fresse. Stand das gerade da? Cool. Nice. Winter! Mach die Tür zu. Und schließ ab. Sehr gut. So, jetzt können wir ganz in Ruhe nach den Autoschlüsseln suchen. Ist doch gar nicht so hektisch. Jetzt nö, überhaupt nicht. Ich hab hier, hier guck mal da. Guck mal. Ich, Ja. Achso. Теперь бегом по шине валим из этого леса. Ach, jetzt geht's richtig ab. Ja, geil. Ja, dann rennen wir zum Auto. Aber welchem Auto? Zu deinem? Kommt ich würde jetzt mal interessieren, kommt ihr da rein, genau? Ja, aber die steht vor der Tür. Also was soll ich tun? Kann ich hier raus? Na, es gibt ja immer noch diese Quicktime-Events. Da kannst du dich ja befreien. Ja, weißt du denn, wie du von dem Haus quasi überhaupt zum Auto kommst? Nein, Weg lang laufen. Weg lang rennen. Salima! Oh, und sofort Alter. Tot, Alter. Sofort okay. Instant tot. Das ist aber hart. So, weil jetzt ist sie anscheinend in so einem Sleep-Modus. Und das heißt, ab dem Moment, wo du den Schlüssel nimmst, instant rausrennen und ab geht die Luzi. Теперь бегом к машине и валим из этого леса. Genau, sie kommt jetzt ziemlich entgegen. Nein! Ja, war gar nicht so verkehrt. Hast du schön outplayed, yeah. Und jetzt irgendwie links halten, glaube ich, oder? Oder, keine Ahnung. Jetzt wenn du den Weg weißt, nimm den Weg. Okay. Sieht gut aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Falsche Seite. Aber sehr nice. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Oh. Hast du gut gemacht. Was? Warte mal. Wow! Was ist das jetzt? So, liebe Freunde, wir haben uns entschieden. Und zwar an dieser Stelle früher aus dem Spiel zu gehen, als eigentlich vom Programmierer gedacht. Wir haben keinen Plan, aber wirklich auch keine Puseratze, um was das geht. Ja, wir haben das Spiel jetzt noch weitergespielt und es ist. Ich möchte es ganz vorsichtig sagen. Also. Fangen wir anders an. Gut an dem Spiel. Das Spiel hat eine gute Grafik. Und die Atmosphäre ist auch wirklich super. Für einen einzigen Programmierer. Chapeau, mein Freund. Irgendwie zieh meinen Hut vor dir. Hast du wirklich gut aussehendes Spiel hingepackt. Aber wieso zur Hölle, Alter? Frustest du mich mit diesem scheiß Try-and-Error-Zeug hier irgendwie? Also, wir hauen euch mal kurz ein paar Snippets hin. Ja, das hat ja super funktioniert. Super Taktik. Lol, hast du dieses Feuerzeug auf einmal her? Die Beknackte. Aber die weiß auch instant, wo wir sind, oder was? Then I can do nothing at all. So eine Scheiße. Das Einzige, was du machen kannst, ist sterben. Erstmal. Ja, du bist aber auch sehr lebensbejahend hier, deine. Ja, du kannst ja auch wegrennen. Du kannst ja auch vor ihr, ne? Fang mich! Und da hin. Genau. Nein! Falsch, aber perfekt. Aber genauso ist es richtig. Ja, und wir probieren jetzt
10 Zahlen da oben aus, während die uns hier am Sack klebt, oder was? Echt jetzt? Wie? Ja, man kann so ein Spiel auch unfähig steifen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nur wirklich, das ist hart. Wenn du es schaffst, geh mal direkt zum Zahlencode. Weil ich glaube, dass du dann... So, und jetzt kann man sich mal überlegen, ey, wir sind so dermaßen oft gestorben, irgendwie an der gleichen beschissenen, unfairen Stelle. Wir sind, ich glaube, bei 2 Stellen sind wir nur durch pures Glück durchgekommen. Ja? Da muss man sagen, ey Kumpel, wenn du schon so ambitioniert an dieses Spiel rangehst irgendwie und die, man sieht, du hast da wirklich Liebe und Mühe investiert irgendwie, aber mach's doch nicht so scheiß unfair. Ah, dann hat man auch einfach nicht so ein hohes Frustempfinden irgendwie, weil wie gesagt, wir sind jetzt früh aus dem Spiel rausgegangen, weil, also man, irgendwann, wenn es auch keinen Spaß mehr macht irgendwie, wenn wir uns hier auch quälen irgendwie und ich hab hier schon die Maus durch den Monitor geschmissen, da sag ich an der Stelle einfach irgendwie, nee, mein lieber russischer Freund. Ich bedanke mich für die erste halbe Stunde, die wirklich schön war bei diesem Spiel irgendwie. Und Leute, wenn euch BlackBerry gefallen hat, irgendwie besorgt es euch. Und es ist für einen Schmalen erhältlich. Probiert selber aus. Vielleicht schafft ihr es. Würde mich auch mal wirklich interessieren, wer von euch irgendwie den Biss hat, sich da durchzufighten und zu sagen irgendwie, hey, alles klar. Das Spiel geht eindeutig in Richtung Core. Viel Spaß. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der es schafft. So, Benni, jetzt halt lange genug rumgefaselt irgendwie. Gib du mal noch was zum Besten. Ja, also von meiner Seite aus, ich kann es völlig nachvollziehen, dass wir hier jetzt einen harten Cut setzen. Ist wie gesagt sehr frustrierend. Teilweise auch sehr unfair programmiert, muss man mal wirklich ganz ehrlich gestehen. Selbst mit so ein paar kleinen Tricks kann man das Spiel nicht so ganz austricksen, leider. Ja, dementsprechend macht euch da selbst ein kurzes Beispiel drüber, beziehungsweise macht euch selbst eine Meinung oder bildet euch eine Meinung darüber. Unterstützt den Entwickler, wie gesagt, eine Person für eine Person, super. Also wirklich die Mühe, die Arbeit und die Liebe, die er reingesteckt hat, geil. Aber teilweise sehr, sehr unfair und ja, ermüdend, frustrierend einfach. Und dadurch machen wir jetzt einfach hier den harten Cut, das harte Ende. Und für jeden, der es schafft, geil. Wir haben es nicht geschafft, wir sind ein bisschen gescheitert. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst natürlich auch ein Abo da. Und die letzten Worte gehen jetzt dennoch an den spielenden, frustrierenden Steve. Ja, an der Stelle möchte ich noch wirklich das Augenmerk auf eine ganz bestimmte Sache lenken. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Bitte, liebe Entwickler da draußen, benutzt kein Google Translate. Es ist... Nein, macht's nicht. Nein, bitte nicht. Holt euch jemanden, der die Sprache kann, in die es übersetzt werden soll. Aber verlasst euch nicht darauf, was Google euch sagt. Denn so machen eure Texte gar keinen Sinn. Null. So, ihr Lieben. Bis zum nächsten Projekt. Schaltet wieder ein irgendwie. Lasst ein bisschen Liebe da. Zeigt, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao. Ciao.